Ich weiß echt nicht, was für eine Farbe. Also weiß ich nicht. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal und ich muss sagen, es hat was. Hi Deutsch! Hallo! Hi! Hi! Kennzeichen. Kennzeichen für? Weil wir den Audi wieder fahren werden. Oh. Na, da freue ich mich aber. Ja, ich auch. Was bedeutet das? Hast du neue Felgen gekauft? Nicht ganz. Ich bin ja momentan echt nur mit dem Mercedes beschäftigt. Der Arme, du kriegst ja auch noch ein paar Sachen hier. Weil wir kommen ja von der Rallye und danach fahren wir ja direkt in den Urlaub. So ist es. Geht schnell vorbei. Wir müssen ja den hier auch noch fertig machen. Der verliert noch Öl, du kriegst noch so eine Inspektion. Dann müssen wir die Querlenker noch machen. Ja. Und. Erstmal willkommen bei den Kraftzeugen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Felgen haben wir ja letztes Mal eingebaut, schwarz. Und wir hatten da das Problem gehabt, hier hat man ja nichts sehen können. Und schwarz auf grau haben viele gesagt, passt nicht. Einer mag das, der andere nicht. Ist ja Geschmackssache, mir gefällt's. Aber der Tim vom Felgenforum, der ist einfach verrückt. Er hat sich die Kommentare angeschaut und hat dann gesagt, ey Jonas, deine Community ist ja so, die wissen jetzt nicht, Silber oder doch nicht Silber, schwarze Kappen doch, passt oder passt nicht. Die waren sich alle nicht einig. Weißt du was? Ich schicke dir einfach die gleichen Felgen in einer anderen Farbe, die machst du drauf und dann machst du Vorher-Nachher-Effekt. Und danach lass einfach die Community entscheiden, welche besser sind oder nicht. Heute haben wir super schönes Wetter. Ja. Wir schauen uns das einmal unter der Sonne an, lassen das einwirken, das Ganze so, und dann entscheiden wir ganz zum Schluss. Ist das ein Deal, Leute? Das ist super. Und die Felgen, die ich dann später nicht will, lässt er wieder abholen. Das ist ja super. Alter, was ist das für ein Service? Ich habe nichts zu verlieren. Mittlerweile sind die ein bisschen dreckig geworden. Was ist los? Der drückt gerade meinen ganzen Körper so zusammen. Ach so, hier dein Sitz. Und jetzt merke ich, dass ich ein bisschen zugenommen habe. Ich bin ja ganze Zeit mit dem Mercedes beschäftigt für unsere Rallye. Zwischen 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Motoren, also so Welten dazwischen. Guck mal, hier gibt es überhaupt keine Geräusche. Der hat auch seine 400.000 runter. Und der hier, der macht Geräusche, als würde er gleich umfallen. Bei 120 hat er ja vibriert. Mhm. Seit wir die Felgen drauf haben, macht er das nicht mehr. Das lag an den Felgen. 20 Zoll mit Hancock-Reifen. Einfach ein Traum. Das ist direkt am Smile. Ja, klar. Wirklich? Ich bin ja seit Wochen nur mit dem Mercedes beschäftigt. Und wir sind echt kurz davor. Und da gibt es nur Probleme. Und wenn ich jetzt das erste Mal wieder in diesen Audi einsteige und die ersten paar Meter mache, oh, guck mal, die Bremsen noch. Wow. Ne? Dann sage ich, wow, das ist ein geiles Auto. Auch Wendekreis und so. Ne? Das ist einfach ein Traum. Guck dir das an. Bam. Bei manchen kleinen Wagen muss ich nochmal wieder rückwärts fahren. Dort. Ja, ja, aber das ist stimmt, ja, das ist wirklich so. Ja, ja, das ist ja meine Teststrecke. Ich drehe ja immer dort. Ja. Deswegen weiß ich das ja. Guck dir das an. Oh, wie geil der läuft. Ne? Und wir haben noch nichts gemacht. Nur Radlager und Bremsen. Einer glücklich hier. Ich liebe dieses Auto. Ehrlich, Leute. Ich sag das. Guck mal, ich fahre Mercedes. Ich fahre BMWs. Ich fahre fast alle Modelle jeden Tag, jeden Tag. Aber trotzdem, Audi ist für mich was ganz, ganz anderes. Wobei, BMW ist uns auch geil. Doch, BMW ist auch schon. Die sind auch schon. Ja, ja, ich habe letztens so einen geilen F10 gefahren. Echt? Und? War richtig schön. Richtig schön. Ja. Davor hatte ich Reifengeräusche ein bisschen gehabt. Auch nicht mehr da. Alles weg, ja? Ja, das ist schon was Besonderes. Wenn du neue Felgen hast, die super gut ausgewuchtet sind und neue Bereifung, du klebst auf der Straße. Ja. Ist so. Wir machen jetzt das Wichtigste überhaupt, Eidosch. Okay. Damit wir urteilen können. Alles klar. Wir müssen den Eimer waschen. Eidosch, weißt du, was ich merke? Was denn? Dass du schon, wir fahren den so lange nicht, schon. Ja. Dass du schon vergessen hast, dass er Massagesitz hat. Vorhin angehabt. Echt? Klar. So. Jetzt direkt wieder angehabt. Okay, hätte ich mir schon gedacht. Nee, ich habe mich sofort, als ich mich reingesetzt habe vorhin, sofort angehabt. Okay. Das wird nächste Woche fertig. Jetzt kommt's gleich. Das Beste. Natürlich, ist doch ganz klar. Ich glaube nichts anderes. Alter, ich meinte das gerade auch schon. Wir sind so geschädigt von dem Mercedes,
Wenn wir hier einsteigen, haben wir das Gefühl... Wir sind auf Wolke 7. Wir dachten die ganze Zeit, der läuft nicht. Ich wollte den anmachen, wobei ich den ausgemacht habe. Also ich muss schon sagen, das ist schon ein geiles Auto. Mit den 4 Auspuffrohren und dann die Felgen. So. Boah, jetzt glänzt aber alles so schön, ne? So, das wäre immer von hier. Geil. So seitlich. Also das ist schon schwer zu poppen. Ganz ehrlich. Also mir gefällt es auch, ich muss sagen, schwarz. Aber ich, wie gesagt, ich will immer noch, dass du schwarze Kappen besorgst. Nein. Doch? Nein. Doch. Hier. Nochmal drumherum. So. Das hat was, dieses Schwarze mit diesem Daytona-Grau, das passt einfach. Viele haben auch geschrieben, die hier ganz leicht schwarz machen. Doch. Das musst du wissen, dein Geschmack, aber ich würde es nicht machen. Du würdest auch kein Audi kaufen, Alter. Natürlich würde ich ein Audi kaufen, aber ich habe nicht das nötige Kleingeld dafür. So teuer sind die nicht. Du lässt ja lieber deinen Golf reparieren. Für den Kurs hättest du ein Audi geholt. Ja. Jetzt fahren wir wieder in die Werkstatt und gucken, was Felgenforum uns geschickt hat. Okay. Da bin ich mal gespannt und dann machen wir die drauf und dann kommen wir wieder zurück. Du siehst schon bei denen, die sind so ein bisschen drin, ne? Und die anderen werden eine andere ET haben, das heißt, der wird 5 mm weiter rauskommen. Okay. Erstmal Handschuhe. Was ist los mit dir? Nee, pass auf, ne? Einmal umdrehen. Oh, die sind auch super gepackt. Warum umdrehen? Ist der andersrum richtig? Ja, los, richtig. Nee, leider nicht. Nicht mal die wieder verwenden können, aber. Nee. Mal. Zweimal. Ich werde dir jetzt auch zum ersten Mal sehen, Eidosch. Ich weiß echt nicht, was für eine Farbe. Also weiß ich nicht. Jetzt werden wir das schauen. Oho, oho, oho. Oho. In Wagenfarbe. In Grau. Okay. Raus. Er hat was. Auch Hankook-Reifen. Schwarze Ventile hat der. Jetzt haben wir die schwarzen Kappen hier drauf. Die lassen wir jetzt auch erst drauf. Grau, grau. Kann das too much werden? Oder ist das einfach nur geil? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aha. Das sieht echt nicht schlecht aus. Also ich muss schon sagen. Okay. Irgendwie gefällt mir das. Meinst du? Irgendwie schon. Eilosch, ja. Sollen wir nur 2 drauf machen? Die Seite hier nur? Ja. Ja. Ja, das wäre eine geile Idee. Ach so, ja, das hätten wir auch früher machen können. Ja, hätten wir. Das wäre die gleiche Felgen. Oh ja. Das ist 30, das ist 35. Okay. Also kommen die quasi 5 cm nach außen. Mhm. Ach, 5 cm, ja, das wär's. 5 mm. Ja, der Tim hat sich bestimmt was dabei gedacht. Die haben, glaube ich, auch eine Halle oder Werkstatt, glaube ich. Und die machen das hier jeden Tag und dann sehen wir das ja. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Ich auch. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mir den noch nicht anschauen. Wir werden das gleich dort machen, wo wir gerade waren. Okay. Und ich hoffe mal, der macht jetzt keine Faxen, weil er jetzt andere ET hat. So, wir werden die Reifen nachziehen. Und dann geht's los. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Und ich muss sagen, es hat was. Okay. Oh. Ja, die ist ein bisschen mehr draußen, habe ich das Gefühl. Ja, hinten auf jeden Fall. Sieht man, dass sie ein bisschen mehr stehen. Ja, das hat schon was, wenn du so von hier so guckst, ne? Unser Audi ist jetzt Two-Face. Ladies and Gentlemen, die gleichen Felgen, aber in schwarz. Bitte. The black side. Und
Die andere Seite. Boah, aber doch, aber wenn ich das von hier sehe, ne, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Also, die Felgen, die brauchen ein paar Minuten, Eidosch. Das hat schon was, irgendwie. Doch, die brauchen ein paar Minuten. So, wenn ich es jetzt so von hier anschaue. Aha. Und wenn wir das in Schwarz anschauen. Ey, weißt du, was ich jetzt scheiße finde? Was denn? Leute, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Schwarze nicht mehr passen. Ey, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ich brauche ein paar Minuten. Mir gefällt Schwarz schon irgendwie besser, ein Ticken besser. Aber ich muss sagen, diese grauen Felgen. Aber das passt auch irgendwie. Ich hoffe mal, dass sie hier keinen Unfall baut. Alter, ist der schon geil. Und jetzt in Schwarz. Sehr schwer. Jetzt ist es nicht leichter. Ich weiß nicht warum, aber die Kappen stehen denen. Aber Hammer. Ihr sagt alle da draußen, oder viele sagen, nee. Du sagst ja auch, das nee. Das ist ja so typisch special, so dein Ding, weißt du? So. Mir gefallen manchmal so Sachen, die halt nicht jedermanns ist. Ja, bei mir ist es so. Im Schatten sieht das noch geiler aus. Hammer, Eidolf. Echt jetzt? Das ist echt schwer. Also das kommt gut zur Geltung einfach. Die Ecken und Kanten der Felge ist einfach... Jetzt sieht man die Felgen, ne? Sieht man die Felgen, die das andere verschluckt. Genau das mit diesem Hinterteil. Ich habe dir gesagt, schwarz verschluckt. Und in der Wagenfarbe, guck, das ist auch wieder so eine Sache. Wow, also echt, ich bin voll durcheinander. Das verschluckt, da siehst du die Ecken und die Kanten nicht von der Felge. Lass doch einfach zwei graue wieder zurückschicken und wir lassen den so. Also... Wow, guck mal, hier sehen die Felgen echt sehr schön aus. Sehr schön. Richtig geile Felgen. Das ehrlich. Kommt wirklich super zur Geltung. Ich weiß nicht, ich bin auch jetzt hin und her gerissen. Der hat ja auch was Schwarzes so, ne? Es ist nicht hell, so dieses etwas dunklere Grau. Das ist graumatt. Graumatt ist das. Ja. Weil das andere ist glänzend. Richtig. Aber es verschluckt viel. Es ist schwierig. Sehr schwer. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kommentiert bitte alle, eskaliert. Sag, welche Felge und warum? Warum? Weil ich bin voll durcheinander. Ich weiß es nicht. Ich werde die Felgen ein paar Tage da lassen. Ja, Tim, sorry. Du wirst die Felgen erst mal ein bisschen später bekommen. Ich will ja gucken, was ihr sagt, weil wenn ich den von hier anschaue, sage ich, wow. Weißt du, was ich sagen kann? Je öfter ich diese Seite sehe, desto mehr gefällt mir diese Seite besser. Das ist so, das ist das Problem. Das hast auch das weißt Gleiche. Du, was war schwarz? Weißt du, was mir jetzt bei Schwarz echt nicht gefallen hat? Was denn? Das haben jetzt auch andere gesagt. Der war dreckig heute. Ja. Und jetzt ja, die Wasch, aber trotzdem, jetzt, wenn ich die Seite anschaue und diese Ecken und Kanten sehe, ich kann das sehen. Ja. Und ich kann das hier nicht sehen. Gut, dass du das sehen kannst. Haha.
Ich kann das aber hier nicht so. Und hier, guck mal, innen drin ist sofort dreckig geworden und ich bin nicht mal gefahren. Und matt, irgendwie ist matt schöner. Und das hat ja das Schwarze, das ist leider so. Aber matt ist irgendwie, also ich glaube, ich entscheide mich doch langsam auf die andere Seite so mehr. Langsam auch. Muss ich echt sagen. Aber da müssen wir Two-Face machen. Du hast aber gesagt, der guckt ja jetzt 5 mm weiter raus, ne? Ja, ja, vielleicht sieht es auch deswegen geiler aus. Ich weiß weil, nicht. Weil, guck mal hier. Ja. Weil der hat ja. Ja, guck mal, hier ist es genau eben. Siehst du das? Das täuscht vielleicht. Hey, guck mal, guck mal hier. Ja. Das, ey, ich weiß nicht, nur ich glaube, ich werde diese Seite nehmen. Irgendwie finde ich das schön. Aber du musst entscheiden. Bitte, 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 Leute, schreibt in die Kommentare. Und ich bin mal gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ich bin echt mal gespannt. Wirklich, je öfter ich sehe, desto mehr. Die Zierleisten, alle schwarz machen. Oh. Alle schwarz. Und auch die Blenden. Oh, weiß nicht. So richtig Hochglanz. Du stehst jetzt doch lieber hier eher. Hä? Ja, das sieht geil aus. Also im Schatten sieht das noch geil aus. Also der sieht, oh, jetzt stell dir mal vor, der wird noch ein bisschen dreckig. Ich glaube, das Matte ist wirklich wichtig. Das passt einfach besser. Bei dem Hochglanz hast du es sehr schnell dreckig. Also erstmal vielen Dank an Tim. Er hat die Kommentare gelesen und von sich aus einfach die Felgen geschickt. Fand ich voll mega. Tim haut einfach 10% auf die Eigenmarke vom Felgenforum. Haut der Rabatt raus. Plus, wenn ihr euch für eine andere Marke entscheiden solltet, kann er auch ein paar Prozente reinhauen. Alles unten verlinkt. Danke für die, ja, ich sag mal, für die schlaflosen Nächte, die ich jetzt haben werde. Und oh, das sieht so geil aus von hier. Aldo, ja, guck dir das an. Ich weiß. Es ist auch was Bläuliches so. Ja, stimmt. Jetzt, wenn man von hier guckt, ja. Alter, das wird sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Aber wunderschöne Felgen hat er. Also der hat echt sehr, sehr schöne Felgen. Guckt euch das an. Bezahlbare Preise, Top-Support, super sympathisch. Da wird dir sofort geholfen. Und ihr habt sehr viele Farben, die ihr aussuchen könnt. Einfach einbauen. Ihr habt ein Gutachten. Nichts müsst ihr eintragen. Das finde ich geil. Wird immer so, ne? Weil das stelle ich mir gerade so vor. Ja. Das heißt, das wird jetzt nicht so extrem dunkel. Nein, es wird so touch dunkler. Okay, wenn das so extrem ist, dunkel kannst du nicht machen, dann kriegst du keinen TÜV mehr. Ja, ich würde das auch nicht machen. Das sieht voll schäbig aus. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraftsituation. Bis dann. Ciao. Heidosch, lass aber ein paar Stunden hier bleiben. Definitiv ein Foto. Das sieht geil aus.